Immer noch bei Toshiba und hier haben wir die neue Docking Station von Toshiba in einem kurzen Video. Wir sehen hier, im Prinzip ist das ganze Teil eigentlich nur so ein kleines Plastikstückchen hier. Wir haben hier hinten nochmal die genaue Produktbeschreibung drauf und hier kommt dann eben das Notebook rein, wenn man das auf seinem Schreibtisch im Büro stehen hat. Hier haben wir noch verschiedene Markierungen für die diversen Display- bzw. die Gerätegrößen, die es hier gibt, wie zum Beispiel das 13 Zoll Ultrabook Modell. Hier oben haben wir noch einen Schalter, um das Ganze anzuschalten und wir schauen uns ganz einfach mal hinten die Anschlüsse an, wenn ich das mal kurz hier so hinstellen kann, nämlich einmal natürlich den Power-Anschluss, DisplayPort, HDMI, nochmal ein DisplayPort, DVI und VGA. Und was hier zum ersten Mal möglich ist, ist, dass man hier zweimal parallel einen, beziehungsweise zwei Monitore über einen Digitalanschluss parallel steuern kann. Jetzt habe ich es. Das heißt, man kann hier zum Beispiel per DisplayPort und DisplayPort, wir können hier zum Beispiel per DVI und DisplayPort, per DisplayPort und HDMI und natürlich auch der klassische VGA-Anschluss ist vorhanden. Wir haben dann natürlich noch vier USB 3.0 Anschlüsse, zwei USB 2.0 Anschlüsse, Netzwerkanschluss, ein Mikrofonanschluss und noch einen Kopfhörerausgang bzw. einen Soundausgang. Wir haben ja noch ein paar schicke Dinge, wie hier an der Seite so spezielle Tasten bzw. diese Einrast-Plastik etwas, da ist bestimmt auch noch was möglich. Und hier haben wir noch einen Kensington-Lock, um das Ganze dann eben irgendwo fest zu machen. Das war es im Prinzip schon von der Dockingstation. Wie gesagt, ist für die neuen Toshiba Notebooks und Ultrabooks verfügbar. Erstmalig gibt es das Ganze sogar als eine Dockingstation für die verschiedenen Ultrabooks. Das heißt, man braucht nicht mehrere kaufen im Unternehmen, sondern kann dann immer diese eine verwenden. Vielen Dank fürs Zuschauen bei techhaft.de und bis zum nächsten Mal. Tschüss!